So. Oh, geht ja direkt weiter. Läufer F7 droht. Ja, matt. So, die Partien werden meistens auch nicht so richtig lang hier, habe ich das Gefühl, ne? Läufer F7, matt, voll bescheuert, matt vor allen Dingen. Hey, zweite Seite. Ja. Oh, Oh, Berserked. Asterion, ja sicher. Ist deine Entscheidung. D4, das ist neu. Was ist das für eine Nebenvariante? Das ist keine Hauptvariante, das stimmt. Haben wir noch? Nee. Ja, mach ich mal Springer 6. Tu ich mal so, als wären wir Oh, das. Läufer G5, die Sau. Naja, ach Ich so. wegziehen. Ich glaube, man muss die Springer auch eher über den Rand entwickeln, vielleicht. Ich weiß es nicht. E6 oder E5? E6. Warum? Die Bauern Bin verschwinden ruhig. nicht. Ja, E6 kannst du machen. Ja, E6 ist gar nicht so Nee, doof, es glaube ist ich. Quatsch. Ich kann ja Springer E4 trotzdem nicht machen. Nein, nein, aber E6 ist trotzdem nicht doof. Weil wenn er nimmt, dann ist die Bahn Ah. frei für die Dame. Ja. Und du hast die Bahn Ja, frei für okay. den Läufer. Ah ja. Falls der Springer C3 macht Guter oder so. Oder Punkt. Läufer B4 Schach ist E4. Ist eh egal. E4 ist, glaube ich, nicht gut. Ich weiß nicht wieso, aber Na ich. wieso? Er droht E5. Nein, E5 ist keine Drohung. Sein Läufer verschwindet ja auch immer, wenn geschlagen wird. Das ist keine Ja, Drohung. bringt aber. Ja, aber bringt dann am Ende die Dame raus. Okay. Du kannst ja selbst Behandeln die wir Dame das mal. ziehen. Was kann ich? Was bringt das, wenn du die Dame ziehst? Ich weiß nicht. Ja, dann kann er nicht mehr auf D8 schlagen. Dann würde ich drohen, mit dem Springer zu ziehen. Lass mich mal C6 vielleicht machen und dann drohe ich Dame A5 Schach. Es ist keine Drohung, aber du kannst die Dame rausbringen. Klar ist das eine Drohung. Denn. C3 macht er Weil doch. danach kann ich ja Springer schlägt E4 schlagen. Egal was er macht. Ne, dann verschwindet aber unser Springer. Achso, stimmt, Springer G4 meine ich. Springer G4. Also ich drohe Dame A5, er pariert das Schach und dann Springer G4. Ja, aber er pariert das Schach mit Nein. B4. Ja, die Dame können wir verlieren, wenn wir auf F2 Doch, schlagen. Guck, das ich habe ist. jetzt gewonnen. Georgie, Warum? ich sag dir das. Zeig. Ja, Dame A5 Schach und Springer G4. Er macht doch B4. Achso, er schlägt auf G4, meinst du? Ja, natürlich. Nee. Ja, aber dann sind wir ja dran danach und dann ziehen wir die Dame. Das können wir machen, das stimmt. Das können wir machen, ja. Du klingst dir sehr sicher, das verunsichert Nein, mich, nein, aber. das ist wahr, aber das Problem ist, wir haben nicht so viele Felder für die Dame. Ja, also du kannst sowas wie Ja. Dame, was denn? Dame A4, Was soll Dame die denn? B6, Dame C7. Ja, Dame Ja, C7. wir. Er müsste jetzt F3 oder sowas vielleicht machen. Er muss F3 probieren, genau. Dann Dann hätten machen wir. wir Springer F2. Oder Springer E3, ich weiß es nicht. Ja, Oh, Springer Springer E3! E3. Nee, nee, da kann er schlagen, da kann er schlagen. Den kann er Scheiße. schlagen. Okay, aber dann könnten wir mit der Dame rüber nach G5 fummeln oder so. Stimmt. Gut, aber was ist, wenn er nach Springer E3 einfach die Dame zieht? Ja, dann spielen wir Springer schlicht C4 und der Bauer. Oh, und dann geil. Nee, der Bauer verschwindet nicht, Richtig. der Bauer verschwindet nicht. Ah, Bauern richtig. verschwinden nicht. Ungeil. Aber die Frage ist, wo geht er Kack. denn hin? Nach Springer E3. Mach mal ruhig trotzdem, komm, wir haben nicht so viel Zeit. Dame E2. Er kann ihn ja sowieso nicht schlagen, dann verschwindet ja alles. Ja, aber kann Dame E2 machen. Ja, Dame D2 kannst du auf C2 schlagen. Genau, Dann aber er verschwindet kann die Dame. Dame E2 machen. Ja, aber dann steht unser Springer auf E3, aber kann er nicht schlagen. Weil dann verschwindet ja alles von Ja, hinten. das ist halt Er hat so. geschlagen, Guck, okay. Dann haben wir Dame links G5. Dame. Dame G5, komm. Ja, der ist Hammer. Da tauchen wir ein. Sicher! Masterion. Wir haben jetzt schon gelernt. Masterion, ist das nicht ein Tier? Oh, die Sau, Nee, Dame das. F4 macht er. Der spielt gut. Ah, F4 ist gut, ja. Was ist mit Dame Läufer schlicht B4 H4. Schach? Na, bringt nicht so viel, ne? Ah. Mist. Gut, wir können aber das Schach erstmal geben, glaube ich. Nach C3 würde ja auch alles verschwinden. Nur ich weiß nicht genau. Machen wir es erstmal. Der Oh Läufer ist Gott. weg. Warum nimmst du den? Was machst du denn? Nein. Ja, das war etwas unbedacht. Wir haben kaum Figuren. Semi-clever. Wir sind dran, spiel mal was. Ja. F6 natürlich, ne? Ja, dann kommt Dame H5, G6, Dame H6, leider. Ja, das interessiert uns nicht. Du musst aufpassen, der droht zu schlagen. Ja.
meine, was kann so ein Springer alleine schon machen? Mach mal, Springer Schach geben, keine Ahnung. Springer F4 Schach. Oh, ich kann auf G2 schlagen. Bam! So, jetzt haben wir, nimm den Bauern auf E5, oder? Mit Turm F8, Turm F3 oder sowas. Er hat keine Zeit mehr. Turm F8 Schach. Turm F8 Schach. Ja, alles klar. Bam! Ja, aber Bam! das war ein Fehler. Warum nimmt er den Springer? Weil Springer schlägt G2 sonst gekommen wäre. Ja gut, aber Dann wäre ja. alles weg gewesen. Der König aber nicht. Nee, aber die Dame, der Turm, der Springer und der Bauer. Und der andere Bauer. Ja. Damit habe Mal, ich ein bisschen Glück willst du gehabt. meinen Damenopfer Läufer schlägt B4 etwa in Frage stellen? Niemals. Das war Das ist eine alles perfekte Partie von dir. tief kalkuliert. Aber ich habe vergessen, dass er das alles verschwendet natürlich. Ich dachte, das ist erstmal Schach. Okay, jetzt du wieder. Ja, wir warten ja auf den Gegner. So. Irgendwie macht mir das sogar Spaß. Gegen Ja. Dancing Wenn Duelist. man's. Oh, vielen Dank für die Follows, Leute. Genau, schön dem Ilja folgen auch, Chessimi TV. Jawohl.